Hey Fußballfreunde und willkommen zu einer neuen Folge der Transfer-News auf diesem Kanal. Heute wieder die heißesten und aktuellsten Transfers und Transfergerüchte aus der internationalen und nationalen Welt des Fußballs. Ja, die letzte Folge der Transfer-News für 2017. 2018 steht kurz vor der Tür. Es sind Zeiten, die jetzt, wo ich das aufnehme, noch fast genau 3 Stunden 45 bis zum neuen Jahr 2018 in einigen Ländern wurde das neue Jahr bereits schon begrüßt. Deutschland ist also in knapp 4 Stunden dran. Ja, 2017. Kurzer Rückblick, was an Transfers 2017 alles los war. Eine Menge ist passiert, der Neymar-Wechsel, der Mbappé-Wechsel, dann noch die Rückkehr von Gomez, von Wagner. Es ist echt mega, mega viel passiert. Auch generell im Fußballjahr viele Spieler haben ihre Karriere beendet. Pirlo, Lahm, aber auch zum Beispiel Kaka werden nicht mehr Fußball spielen, haben ihre Fußballschuhe an die Nagel gehängt. Und dann auch natürlich aus deutscher sportlicher Sicht der Confed Cup Sieg. Eines der größeren Highlights in diesem Jahr. Und deswegen schließen wir jetzt das Jahr ab mit einer schönen Folge der Transfer News an diesem Silvestertag. Die letzte Folge der Transfer News für dieses Jahr. Und nach dem letzten Teaser im Jahr 2017 geht's auch los. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins Jahr 2018. Feiert schön in das Jahr hinein und auch im Jahr weiter. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Jahr 2018. Und viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Nach dem Teaser geht's los. Viel Spaß dabei. Steht Leon Goretzkas Wechsel zum deutschen Rekordmeister kurz vor dem Abschluss? Und an welchem Spieler von seinem Ex-Club ist Pep Guardiola interessiert? Das und mehr in eurer letzten Folge der Transfer-News in diesem Jahr. Viel Spaß dabei! Bundesliga-Star Borussia Mönchengladbach muss das englische Verteidigertalent Reece Oxford vorzeitig ziehen lassen. Premier League Club West Ham United zog am Freitag eine entsprechende Klausel, um die ursprünglich auf ein Jahr angelegte Leihe vorzeitig zu beenden. Die Borussia will den 19-Jährigen allerdings weiterhin fest unter Vertrag nehmen. Wir sind heute Morgen informiert worden, dass sie die Klausel ziehen und ihn zurückholen, sagte Sportdirektor Max Eberl. Wir sind aber weiter mit West Ham im Gespräch mit dem Ziel, Reece Oxford dauerhaft zu verpflichten. Das entspricht auch dem Wunsch des Spielers, der gerne bei Borussia bleiben möchte. Zuvor hatte Hammers Teammanager David Moyes auf der Pressekonferenz der Londoner Oxfords Rückkehr verkündet. Schon zuletzt hatte die Borussia ihr Interesse an einem Kauf des Talents hinterlegt. Auch Ligarivale RB Leipzig soll in den Poker eingestiegen sein. Nach Anlaufschwierigkeiten erhielt Oxford in den letzten 3 Pflichtspielen vor der Winterpause von Beginn an das Vertrauen von Gladbach-Trainer Dieter Hecking und nutzte dieses auch. Nach einer langwierigen Kreuzbandverletzung kommt Marco Piazza in dieser Spielzeit bei Juventus Turin noch nicht zum Zuge. Lediglich 2-mal stand der 22-Jährige bislang im Kader der alten Dame. Damit der Kroate wieder in Tritt kommt, wird der italienische Rekordmeister Piazza im Winter verleihen. Das bestätigte Juve-Boss Giuseppe Marotta am Samstagabend vor dem Auswärtsspiel bei Hellas Verona. Laut Sky Italia ist Schalke 04 der Favorit auf die leihweise Verpflichtung Piazzas. Neben den Königsblauen werden die AS Monaco sowie Zenit St. Petersburg als mögliche Abnehmer gehandelt. Mittlerweile hat sich der Berater des Kroaten Marko Naletilic gegenüber 24sata zu den Gerüchten geäußert. Piazza war im Sommer 2016 für eine Ablöse von 23 Millionen Euro von Dynamo Zagreb ins Piemont gewechselt. Sein Vertrag bei Juve läuft noch bis 2021. Der französische Angreifer Paul Joachim Depp will den VfL Wolfsburg offenbar nach einem Jahr schon wieder verlassen. Ich habe hier 2 Trainerwechsel erlebt. Der Verein sucht nach Stabilität. Ich auch, wird der 25-Jährige von der französischen Sporttageszeitung L'Équipe zitiert. Laut dem Blatt strebt der Außenstürmer eine Rückkehr in der Wintertransferperiode in die Ligue 1 an. Interessiert an dem zweimaligen Nationalspieler sind demnach das von Lucien Favre trainierte OGC Nizza, AS Saint-Étienne und Girondins Bordeaux. Im Raum soll eine Leihe mit anschließender Kaufoption stehen. Ein Tab, der vor Jahresfrist für 5 Millionen Euro von Stade Rennes nach Wolfsburg gewechselt war, besitzt in der Autostadt noch einen Vertrag bis 2021. Grundsätzlich wollen wir keine Spieler abgeben, hatte VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe zuletzt erklärt.
Auch wegen wiederholt auftretender muskulärer Probleme kam Ntep in der laufenden Saison allerdings nur zu 7 Pflichtspieleinsätzen. Flügelflitzer Armin Younes steht beim italienischen Spitzenreiter SSC Napoli ganz oben auf dem Wunschzettel als Backup für Lorenzo Insigne. Laut La Repubblica sollte der 24-Jährige einen 5-Jahres-Vertrag ab kommenden Sommer unterschreiben. Doch die Paten Opei drängen nun auf einen Wechsel im Winter. Das berichtet der Carriere dello Sport. Für Ajax wäre dies die einzige Möglichkeit, für den deutschen Nationalspieler noch eine Ablöse zu generieren, da sein Vertrag im Sommer ausläuft. Napoli sieht in Younes die kostengünstigere Alternative zu Simone Verdi, der nicht aus Bologna loszueisen scheint. Doch auch für den Sommer plant der aktuelle Tabellenführer der Serie A bereits. Alejandro Grimaldo von Benfica soll das Team von Maurizio Sarri verstärken. Laut Tuttosport ist Präsident Aurelio De Laurentiis bereit, bis zu 30 Millionen Euro zu zahlen. Der spanische Pokalsieger FC Barcelona ist einem Medienbericht aus Spanien zufolge an Bayer Leverkusens Kai Havertz interessiert. Die Mundo Deportivo schreibt, dass Barca den 18-Jährigen regelmäßig beobachten lasse. In Leverkusen besitzt er noch einen gültigen Vertrag bis 2022, der einen Transfer dementsprechend teuer machen würde. In der Bundesliga-Hinrunde stand Havertz 10-mal in der Leverkusener Startelf, erzielte ein Tor und lieferte 5 Vorlagen. In Barcelona könnte der deutsche Juniorennationalspieler Teil eines größer angelegten Verjüngerungsprozesses sein. Samuel Umtiti steht offenbar bei Manchester City auf dem Einkaufszettel. Wie die AS berichtet, ist Pep Guardiola bereit, in diesem Transferfenster 56 Millionen Euro für den Innenverteidiger des FC Barcelona zu bezahlen. Der Franzose spielt seit 2016 bei Barca und hat sich dort längst zum Stammspieler in der Defensive entwickelt. In dieser Saison kommt es verletzungsbedingt bisher nur auf 12 Ligaeinsätze. Er verpasste auch den Clásico wegen einer Muskelblessur. City-Trainer Guardiola steht auf der Position des Innenverteidigers Bedarf, da Captain Vincent Kompany verletzungsanfällig ist. Neben Nicolas Otamendi und John Stones ist dort einzig noch der beim spanischen Trainer nicht mehr sehr beliebte Eliaquim Mangala eine Option. Ein Wechsel von Nationalspieler Leon Goretzka vom Bundesligist FC Schalke 04 zum deutschen Meister Bayern München nimmt immer konkretere Formen an. Wie die spanische Sportzeitung Marca und die Sportbild unter Berufung auf eigene Informationen an Silvester meldeten, soll der Transfer des 22 Jahre alten Mittelfeldspielers zur neuen Saison bereits perfekt sein. Weder von Goretzka selbst noch von den beiden beteiligten Vereinen lagen wenige Stunden vor dem Jahreswechsel Stellungnahmen zu den Berichten vor. Goretzka spielt seit 2013 bei den Königsblauen. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, sodass der gebürtige Bochumer im Sommer ablösefrei wechseln könnte. Marca hat seine Informationen angeblich aus dem Umfeld der spanischen Nobelclubs Real Madrid und FC Barcelona. Die beiden Spitzenteams waren offenbar auch an einer Verpflichtung des Mittelfeldasses interessiert, sollen laut Marca jedoch Signale für eine bereits erfolgte Entscheidung Goretzkas erhalten haben. Im Tauziehen um Goretzka hatte sich im Laufe des Dezembers zunehmend eine nahende Entscheidung abgezeichnet. Bereits zum Monatsbeginn ließ Goretzka durchblicken, sich in der finalen Phase seiner Meinungsbildung zu befinden. Die Bekanntgabe seines Entschlusses würde nicht noch tief in den Januar reingehen. Kurz vor Weihnachten unterstrich Schalkes Manager Christian Heidel, für Goretzka ans finanzielle Limit gehen zu wollen, aber ausdrücklich auch nicht über das Limit hinweg. Medienberichten zufolge sollen die Knappen ihrem Hoffnungsträger für eine Vertragsverlängerung ein künftiges Jahresgehalt von 10 Millionen Euro angeboten haben.